Es gibt ja im Leben sehr viele Fragen, die wir gerne beantwortet bekommen. Zum Beispiel gibt es einige Schüler unter uns, die stellen sich vielleicht die Frage, was mache ich eigentlich, wenn ich die Schule abgeschlossen habe? Was für eine Ausbildung möchte ich eigentlich machen? Dann gibt es natürlich auch die Frage, wie geht denn das ganze Weltgeschehen jetzt weiter? Was ist denn jetzt mit den Konsequenzen der Pandemie? Wie sieht das mit der Wirtschaftskrise aus? Was passiert jetzt in Russland? Welche Auswirkungen hat das für Deutschland? Ist mein Arbeitsplatz noch gesichert? Bleibe ich in Deutschland? Ziehe ich weg? Und das sind so wichtige Fragen, die ein Mensch im Leben sich beantworten muss. Und dieser reiche Mensch, dieser reiche Mann, der wusste, wenn mir jemand helfen kann, dann ist es vielleicht dieser Jesus Christus. Und dann lief er zu Jesus und stellte ihm die Frage, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Er hätte auch andere Fragen stellen können. Beispielsweise hätte er zu Jesus Christus sagen können, Herr Jesus, ich habe gehört, dass du sehr schlau bist, dass du sehr weise bist. Ich möchte jetzt mal von dir die Frage beantwortet bekommen, wie kann ich mein Geld so anlegen, dass es vor jeder Wirtschaftskrise geschützt ist? Das wäre eine vernünftige Frage, die er hätte stellen können. Und dann hätte er noch fragen können, Herr Jesus, und wenn du mir das beantworten kannst, dann beantworte mir gleichzeitig noch die Frage, was muss ich tun, wie muss ich mich ernähren, damit ich ganz, ganz lange lebe, damit ich noch einige Jahre von meinem Reichtum kosten kann. Das sind beispielsweise Fragen, die er hätte stellen können. Aber diese Fragen haben ihn nicht interessiert. Warum? Der hatte doch schon alles im Leben. Und er wusste ganz genau, das Leben besteht nicht nur aus Erfolg, das Leben besteht nicht nur aus Reichtum, das Leben besteht nicht nur aus diesen irdischen, weltlichen Dingen, sondern das Leben muss bestehen aus der Frage, was kommt eigentlich, wenn das Leben vorbei ist? Und genau diese eine Sache hat ihn beschäftigt. Der hat alles in seinem Leben erreicht. Und jetzt wollte er wissen, was ist eigentlich, wenn das Leben vorbei ist? Ich weiß ganz genau, ich kann mir mit meinem Reichtum das ewige Leben wahrscheinlich nicht erkaufen. Aber was muss ich denn eigentlich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und diese eine Frage beantwortet ihm Jesus Christus. Jesus Christus schickt diesen Menschen nicht nach Hause und sagt zu ihm, das ist sehr schwer zu beantworten, komm einfach mal morgen gegen 14 Uhr vorbei, wir besprechen das mal bei einem Kaffee und vielleicht bekommst du eine Antwort. Jesus sagt auch nicht zu ihm, das ist eine ganz, ganz schwere Frage, die kann ich dir eigentlich auch nicht beantworten. Sondern Jesus Christus beantwortet dem reichen Mann diese eine Frage. Und die Antwort lautet, willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Das ist ganz einfach. Wenn du das ewige Leben haben möchtest, wenn du ins Paradies möchtest, dann musst du eine Sache tun. Du musst einfach die Gebote einhalten. Das ist doch gar nicht mal so schwer. Halt einfach die Gebote ein und du bekommst die Garantie, dass du das ewige Leben kriegst. Das ist doch eine ganz einfache Antwort, oder? Der muss einfach die Gebote einhalten. Und interessant ist, was Jesus nicht zu ihm sagt. Jesus sagt nicht zu ihm, du hast sehr viel Geld, du musst jetzt regelmäßig spenden. Da gibt es Evangelisten, die leben von Spenden, da musst du so ein Abo machen, die kannst du unterstützen. Da gibt es so Häuser in deiner Nachbarschaft, die sind schon ziemlich kaputt. Du musst diesen Leuten neue Häuser kaufen. Da gibt es ein Altenheim, die haben auch große finanzielle Sorgen. Da musst du auch regelmäßig was spenden. Oder Jesus Christus sagt auch nicht zu ihm, du musst versuchen, ein guter Mensch zu werden. Und wenn du das schaffst, ich werde mal irgendwann mal deine Frau fragen, ob du es geschafft hast. Und wenn das wirklich geklappt hat, dann kann es sein, es besteht ein wenig für dich die Hoffnung, dass du das ewige Leben bekommst. Das sagt Jesus Christus nicht, sondern Jesus Christus verweist auf die Gebote, die Gott dem Menschen gegeben hat. Und Gott hat gesagt, wenn du meine Gebote hältst, dann wirst du das Leben haben. Und auf diese Gebote verweist Jesus Christus diesen reichen Mann. Und jetzt macht Jesus Folgendes, der zählt einige Gebote auf. Der sagt beispielsweise, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis sagen und du sollst deine Eltern ehren. Also er zählt da einige Gebote auf und sagt sie diesem reichen Mann. Und jetzt kommt eine ganz gewagte Aussage von diesem reichen Jüngling. Und diese Aussage lautet, das habe ich alles eingehalten von meiner Jugend auf. Also der schaut zurück auf sein Leben, die letzten 20 Jahre, und der ist hundertprozentig davon überzeugt, dass er immer die Eltern geehrt hat. Der war immer gehorsam, der hat nie was gestohlen, der hat nie ein schlechtes Zeugnis geredet. Und das ist eine absolut krasse Aussage. Also wenn jemand hier unter uns sitzt, der sagen kann, ich stelle mich diesem reichen Mann gleich, ich habe alles eingehalten, seitdem ich ein kleines Kind bin,
dann bist du auf jeden Fall ein Kandidat für die Seelsorge. Ich möchte mal gerne wissen, wie du das eigentlich geschafft hast. Und dieser reiche Mann schaut auf sein Leben und ist hundertprozentig davon überzeugt, dass er alle Gebote Gottes eingehalten hat. Ich möchte jetzt mal Folgendes mit euch machen. Ich möchte jetzt mal gemeinsam mit euch so einige Gebote anschauen, um zu gucken, ist der Mensch wirklich in der Lage, diese Gebote hundertprozentig einzuhalten? Fangen wir mal bei einem ganz einfachen Gebot an. Dieses lautet, du sollst nicht lügen. Und ich stelle euch mal die Frage, was glaubt ihr, wie oft am Tag lügt der Mensch? Ihr könnt mal irgendwas reinrufen. Also jetzt nicht wir, sondern die außerhalb von der Gemeinde. Wie oft lügt der Mensch so am Tag? Was schätzt ihr so? 400, wer war das? Okay, noch so ein paar Zahlen. Oh, 10, das ist gut. Deine Eltern sind auch hier wahrscheinlich, die freuen sich. 10-mal ist gut, prima, klasse. Also ich habe mal Folgendes gemacht mit dem vollen Vertrauen, dass Google mich nicht angelogen hat, habe ich Google einfach mal gefragt, wie oft am Tag lügt der Mensch, und tatsächlich, das kam raus 200 Mal am Tag. Und als ich diese Zahl gehört habe, habe ich gedacht, das ist hier eigentlich sehr viel. Wie schafft man das eigentlich? 200 Mal am Tag lügen, von diesen 24 Stunden, da schläfst du mindestens 6, die fallen schon mal weg. Wie kommt mal ein Mensch überhaupt auf diese Zahl? Und ich bin mal so einige Stationen im Alltag durchgegangen, wo man eigentlich die Möglichkeit hat, eben nicht die Wahrheit zu sagen, wo man eben die Möglichkeit hat, einfach zu lügen. Stell dir mal folgende Situation vor, du bist Ehemann und deine Frau war beim Friseur und sie kommt jetzt nach Hause. Und sie sagt dann, schon mal passiert, oder? Und deine Frau sagt, Schatz, weißt du, die haben da jetzt eine neue Mitarbeiterin und die hat bei mir die Haare geschnitten und ich glaube, das hat nicht so ganz gut geklappt. Um des Friedens willen schaust du deine Frau an und sagst, doch, es ist gut. Aber du weißt, das ist ganz schwer daneben gegangen. Und da ist jetzt einfach eine Situation, da hast du die Möglichkeit, die Wahrheit zu sagen, aber man sagt es eben nicht. Da ist einfach so die Antwort, nee, ist alles gut, ist alles super. Oder stell dir mal vor, eine andere Situation, die wird dem einen oder anderen morgen früh treffen. Du gehst zur Arbeit, du stehst an der Maschine, musst die Maschine einrichten und das Ganze funktioniert nicht, du bist wütend, dein Arbeitskollege sieht das und kommt und sagt, komm, ich kann das, ich weiß, wie das funktioniert. Und du sagst, nein, das funktioniert nicht so, ich habe das schon 1000 Mal probiert. Dein Kollege kennt dich, der weiß, du hast es gerade 3-mal probiert. Aber dann kommt einfach mal so eine Antwort, das bezeichnen wir heutzutage ja gar nicht mehr als Lüge, das ist ja völlig normal, dass man einfach so redet. Oder jetzt möchte ich dir mal eine Frage stellen oder vielleicht kannst du mir die Frage stellen, bei deren Antwort am meisten gelogen wird. Welche Frage ist das? Das sage ich jetzt nicht, keine Antwort, aber genau das ist die Frage, geht's dir gut, oder die Frage ist halt, wie geht's dir? Und die Pauschalantwort ist meistens, ja, mir geht's gut. Du vergleichst dich mit anderen Menschen, denen es schlechter geht, du vergleichst dich mit Leuten, die Hunger haben, die schwer krank sind und du schaust in dein Leben, vergleichst dich mit denen und deine Pauschalantwort lautet, ja, mir geht es ganz gut. Eigentlich geht's dir schlecht, deine Beziehung zur Frau ist ein bisschen gestört, zu den Kindern auch, bei der Arbeit hast du keine Freude und du bist eigentlich geistlich niedergeschlagen, dir geht es eigentlich gar nicht gut. Aber die Pauschalantwort ist, ja, mir geht es gut. Und der dir die Frage gestellt hat, ist ja froh, dass du das gesagt hast, würdest du was anderes sagen, muss er mit dir reden und das will der eigentlich gar nicht. Deswegen ist das eigentlich ganz okay. Oder stell dir mal vor, noch eine Situation, du bekommst ein Geschenk. Du hast Geburtstag oder irgendein Tag ist da, du bekommst ein Geschenk. Und die Person, die dir das überreicht hat, strahlt dich schon an und will deine Reaktion sehen, wenn du das Geschenk aufmachst und du öffnest es und dann die Frage, und gefällt dir das? Und deine Antwort, natürlich, ich wollte schon immer einen quietschgelben Pullover mit einer orangen Giraffe. Das sieht richtig klasse aus. Und auf einmal hast du auch da die Möglichkeit, eben nicht die Wahrheit zu sagen. Und dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele Situationen auf der Arbeit, wo man was falsch gemacht hat und sagt, nee, das war die Spätschicht, nee, das habe ich eigentlich nicht gemacht. Oder bei den Kindern, der Jüngste macht irgendwas kaputt und dann sagt er, nee, der noch Jüngere ist es aber gewesen. Der kann ja noch nicht sprechen, der kann sich nicht verteidigen und dann kann man das einfach so sagen. Und dann gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten im Alltag, eben nicht die Wahrheit zu sagen. Ich möchte jetzt mal mit euch rechnen. Stell dir mal vor, du bist ein guter Mensch und du schaffst es tatsächlich, 199 Mal weniger zu lügen als alle anderen um dich herum. Also du schaffst es am Tag nur ein einziges Mal zu lügen. Dann sind das in der Woche 7 Mal. Im Monat kommst du auf 30, 31, wenn du Glück hast, ist ein Schaltjahr dazwischen, ist der Schnitt ein bisschen weniger. Aber das ist schon einiges. Und im Jahr kommst du auf circa 365 Mal in einem Jahr. Und jetzt stell dir mal vor, du wirst 80 Jahre alt und du kannst lügen, seitdem du reden kannst. Oder seitdem du einen richtigen Verstand hast. Weißt du, auf was für eine Zahl du circa kommst?
Du kommst auf circa 25.000 Mal. Das heißt also, innerhalb deines Lebens bist du an diesem einen Gebot Gott gegenüber 25.000 Mal schuldig geworden. Das ist schon eine Menge, oder? Einmal am Tag, das geht. Aber aufs Leben gerechnet, 25.000 Mal ist sehr viel. Jetzt würden sie dich 25.000 Mal blitzen. Da kommt schon einiges zusammen. Das ist ganz, ganz viel. Und das war gerade mal ein Gebot. Ich möchte mal noch ein Gebot mit euch anschauen. Und bei diesem nächsten Gebot, da sind sich fast alle sicher, das haben sie noch nie übertreten. Und dieses Gebot lautet, du sollst nicht töten. Wir machen vom Missionswerk manchmal so Straßeneinsätze, da haben wir so einen Fragebogen. Und dann gehen wir mit einer sehr provokanten Frage auf die Menschen zu. Und diese Frage lautet, nenn mir einen Grund, weshalb Gott dich in den Himmel lassen sollte. Das ist eine gute Frage, oder? Nenn mir einen einzigen Grund, weshalb gerade dich Gott in den Himmel lassen sollte. Und die Menschen sind schlau, die nennen zwei Gründe. Erstens, ich bin ein guter Mensch, weil zweitens, ich habe noch keinen getötet. Also die schauen auf ihre Leichenkarteien, kein Name ist eingetragen und die sind 100% überzeugt, weil ich noch keinen getötet habe, muss Gott mich auf jeden Fall in den Himmel lassen. Wisst ihr, was das Problem bei dem Ganzen ist? Der Mensch misst sich nach seinem eigenen Maßstab. Der Mensch misst sich nach seinem eigenen Verstand, nach seinem eigenen Maßstab. Und was passiert dann? Er geht straffrei durch das Gericht. Es gibt keinen einzigen Anklagepunkt. Das Problem bei dem Ganzen ist aber, wir werden eines Tages nach diesem Maßstab gerichtet. Wir werden eines Tages nach dem Wort Gottes gerichtet. Wir werden eines Tages vor Gott, dem Richter, stehen. Und nach seinem Maßstab wird er uns richten. Und die Bibel sagt jetzt ganz klar, Matthäus 5, 21, alleine das böse Beschimpfen eines Menschen lässt dich schon zu einem Totschläger werden. Also du musst nicht mit der Axt auf einen zulaufen, du musst keinen mit einem Messer anstechen. Alleine das böse Beschimpfen einem Menschen gegenüber lässt dich schon zu einem Totschläger werden. Und das ist absolut krass. Ich weiß nicht, was für einen Arbeitsplatz du hast, aber ich habe in meinem Leben Arbeitsplätze kennengelernt, da sind viele Totschläger rumgelaufen. Also wie die miteinander umgegangen sind oder in der Schule beispielsweise. Nachbarschaftsstreit. Auf einmal merkst du, um dich herum sind alles Totschläger nach dem Maßstab Gottes. Kennt ihr den Begriff Mobbing? Habt ihr schon mal gehört? Da werden Menschen fertig gemacht, alleine durch Worte. Es gibt Menschen, die beenden ihr Leben, weil sie die Worte von anderen nicht ertragen können. Und die Bibel sagt, der Maßstab heißt, nicht erst einen schlagen, sondern alleine das Böse beschimpfen, lässt dich in den Augen Gottes zu einem Totschläger werden. Wisst ihr, was vorher alles passiert, bevor jemand einen anderen tötet? Da entwickelt der Hass im Herzen diesen Personen gegenüber. Und da fängt der Totschlag schon an. Und das ist der Maßstab Gottes. Ich erlebe es leider manchmal in meinem Dienst. Ich muss irgendwie zum Dienst fahren. Ich fahre immer zeitig los. Und dann fahre ich eine Straße lang, hast du vielleicht auch schon mal erlebt, ziemlich breit, alles ganz gut. Und auf der Straße ist Tempo 100 erlaubt. Und die Person vor dir fährt genau 96 km/h. Nicht 100, nein, er fährt genau 96 km/h. Meine Frau weiß genau, wie ich drauf bin. Die könnte jetzt auch eine Predigt machen, wie ich mich dann eigentlich so. Und da muss ich immer ganz, ganz ruhig bleiben und sagen, Christian, in 2 Stunden stehst du auf der Kanzel. Du darfst jetzt nicht zu einem Totschläger werden. Aber ich merke auf einmal, wie wirklich das Gemüt erschüttert wird und wie man plötzlich in der Lage wäre, diese Person gegenüber zu beschimpfen, was die Bibel ganz klar als Totschlag bezeichnet. Gehen wir mal ein anderes Gebot durch. Das lautet, du sollst nicht die Ehe brechen. Und jetzt schauen wir mal den Maßstab Gottes an. Da sagt nämlich Jesus Christus in Matthäus 5, 28, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe in seinem Herzen gebrochen. Also das, was die Bibel sagt, ein einziger Blick ist ausreichend, dass ich vor Gott als ein Ehebrecher durchgehe. Ein einziger Blick ist ausreichend. Ich bin damals sehr oft in Diskotheken gegangen und dann standen wir so an der Tanzfläche. Und bei den Diskotheken ist es nicht so, dass die Frau mit einer Burka voll bekleidet rumläuft. Die sind sehr leicht bekleidet dort. Und dann standen wir Jungs an der Tanzfläche, haben raufgeschaut und haben diesen Frauen beim Tanzen zugeguckt. Und wenn wir ehrlich sind, war es nach dem Maßstab Gottes Ehebruch, ganz klar. Und wenn da jemand gekommen wäre und würde sagen, Leute, das, was ihr macht in den Augen Gottes, ist das Ehebruch. Was würde ich sagen? Das kann überhaupt kein Ehebruch sein. Erstens, zwischen mir und der Frau sind 5 Meter. Da sind noch einige Kerle dazwischen, die tanzen auch darum. Ich kenne diese Frau gar nicht. Ich habe noch nie ein Wort mit ihr gesprochen. Ich habe sie noch nie berührt. Wie kann das denn Ehebruch sein? Nach meinem damaligen Maßstab war ich überhaupt kein Ehebrecher. Aber der Maßstab interessiert nicht, sondern der Maßstab, der interessiert am Ende, am Tage des jüngsten Gerichts, wird einzig allein das Wort Gottes sein. Und nach dem Wort Gottes werden alle 8 Milliarden Menschen, die jetzt leben, eines Tages gerichtet. Und auch alle, die vorher schon gestorben sind. Stell dir mal vor,
Du hast einen Arbeitskollegen oder vielleicht gehörst du selber dazu, das ist auch möglich, der regelmäßig Internetpornografie anschaut. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ich möchte mal etwas vorlesen hier aus Deutschland. Hört mal genau zu. Pro Sekunde sind fast 30.000 Menschen mit dem Konsum von Pornografie beschäftigt. 40% der Erwachsenen streifen regelmäßig durchs virtuelle Rotlichtmilieu. Über 60% der Angebote im Internet weisen erotische Inhalte auf. Und jetzt siehst du deinen Arbeitskollegen vielleicht oder irgendeinen, den du gut kennst, der regelmäßig so etwas anschaut. Und jetzt würdest du mit dem Wort Gottes zu ihm hingehen und würdest sagen, weißt du, was du da tust? Das ist Ehebruch. Das ist Ehebruch. So sagt es die Bibel. Was würde der sagen? Das kann kein Ehebruch sein, weil diese Frau für mich gar nicht existiert. Diese Frau ist für mich nicht echt. Die ist überhaupt nicht real. Die ist in einem Display dort. Ich habe nichts mit der Frau zu tun. Ich kenne sie überhaupt nicht. Das ist der Maßstab des Menschen. Aber wir werden gerichtet nach dem Maßstab Gottes. Schauen wir mal ein anderes Gebot. Du sollst nicht stehlen. Jetzt weißt du genau, der letzte geklaute Apfel vom Aldi, der liegt einige Jahre zurück. Aber was ist eigentlich mit den ganzen Sachen auf deiner Festplatte, die du runtergeladen hast? Kannst du hundertprozentig sagen, das ist alles legal? Es gibt ja so Grauzonen. Ja, da ist diese Plattform irgendwo in Neuseeland oder hier und wir sind in Deutschland und kannst das schon runterladen. Hier sind andere Gesetze. Und letzten Endes, wenn du ehrlich bist, musst du sagen, so ganz legal ist das eigentlich nicht gewesen. Und da kann es vielleicht sein, dass manch einer, auch manch ein Christ, auf der Festplatte Diebesgut versteckt hat. Ich möchte mal von einem Prediger ein Beispiel erzählen, der evangelisiert momentan in Troisdorf, aber ich nenne seinen Namen nicht. Der hat Folgendes gemacht, der wollte mal in die Stadt fahren und dort musst du parken und da musst du Parkgebühren bezahlen. Und dieser Prediger, der war so schlau, der wusste, ab 17 Uhr läuft kein Beamter rum. Ich habe da noch nur eine halbe Stunde, da wird keiner gucken. Und dann hat der Prediger eben kein Ticket gezogen, obwohl es in den Zeitraum gewesen ist, wo er hätte eins ziehen müssen. Jetzt die spannende Frage, war das Diebstahl oder nicht? Kann man jetzt natürlich diskutieren, aber der Prediger ist überzeugt, doch, es war Diebstahl, auf jeden Fall. Und so gibt es einfach im Alltag sehr viele Möglichkeiten, wo wir das Gebot Gottes übertreten können. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor, du bist ein ganz, ganz guter Mensch und du schaffst es, 90% der Gebote Gottes einzuhalten. Also du hast eine Trefferquote von 90%. Wenn du eine Mathearbeit schreiben würdest, dann wäre das eine richtig gute Note. Du würdest nach Hause kommen, du würdest deinen Eltern das zeigen, da würde gleich der 50er den Besitzer wechseln. Wäre richtig top, 90%, du hast es geschafft. Das Problem ist, bei Gott geht das nicht so. Ich möchte mal einen Vers vorlesen, Jakobus 2, Vers 10, dort heißt es, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Jetzt stell dir das mal vor. Du schaffst es, 9 Gebote einzuhalten. Jetzt hast du mal irgendwo ein bisschen gelogen. Oder du hast mal irgendwo doch etwas falsch angekreuzt und hast eigentlich geklaut. Das war doch alles gar nicht so schlimm. Die anderen Gebote hast du alle geschafft. Du bist total untadelig. Und Gott sagt, du bist am ganzen Gesetz schuldig. Ist das nicht gemein? Weißt du, was das zeigt? Das zeigt die Heiligkeit Gottes. Gott sagt, wenn du in das Reich Gottes kommen möchtest, wenn du das ewige Leben haben möchtest, dann darf ich, wenn du in das Gericht kommst, keine einzige Sünde an dir finden. Du musst heilig, makellos und unverklagbar vor mir stehen. Und da sagt Gott ganz klar, nicht ein einziges Gebot darfst du übertreten. Und das ist für die Menschheit ein ganz großes Problem. Jetzt stell dir mal vor, heute würde Folgendes passieren. Gott würde den Thron der Gnade verlassen und er würde in Troisdorf auf dem Marktplatz sein Gericht aufstellen. Und er würde dort als Richter sitzen und er würde alle Anwohner von Troisdorf antreten lassen und er würde sie nach seinem Maßstab richten. Wie viele Leute könnten sagen, du, kein Problem, ich gehe in das Gericht Gottes. Warum? Ich bin absolut untadelig. Seitdem ich ein kleines Kind bin, von meiner Jugend auf, halte ich die Gebote Gottes. Und dann zeigt Gott seinen Maßstab und was passiert? Alle Menschen sind schuldig vor ihm. Ein ganz, ganz großes Problem. Jetzt gehen wir mal zurück zu diesem reichen Jüngling. Ich glaube, der muss das irgendwo geahnt haben. Der muss irgendwo geahnt haben, es besteht vielleicht für mich die Möglichkeit, dass ich doch nicht alle Gebote Gottes einhalte. Der schaut jetzt tief in sein Herz und er stellt Jesus jetzt eine ganz wichtige Frage. Und diese lautet, Matthäus 19, 20, das alles habe ich gehalten, aber was fehlt mir noch? Ist das nicht interessant? Das alles habe ich gehalten. Der ist hundertprozentig davon überzeugt, aber der hat überhaupt keine Heilsgewissheit. Der weiß überhaupt nicht, ob er in den Himmel kommt. Herr Jesus, ich habe alles eingehalten, seitdem ich ein kleines Kind bin, aber was fehlt mir eigentlich noch? Und es gibt tief religiöse Menschen,
Die schauen tief in ihr Herz und sie wissen, dass sie keine Heilsgewissheit haben. Warum? Weil da eine ganz, ganz wichtige Sache fehlt. Und dieser reiche Mann muss das begriffen haben, der hundertprozentig überzeugt war, alle Gebote Gottes einzuhalten. Schau auf mein Leben zurück, Herr Jesus, seitdem ich denken kann, ich habe deine Gebote eingehalten. Und auf einmal stellt er ihm die Frage, aber was fehlt mir eigentlich noch? Und jetzt kommt Jesus und sagt, Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Jesus bestätigt nicht, dass er alle Gebote eingehalten hat, aber Jesus bestätigt, was er gesagt hat, nämlich, dass ihm eine Sache fehlt. Und Jesus schaut diesen Menschen an, gewinnt ihn lieb und sagt, du hast recht geantwortet, das stimmt. Eine Sache fehlt in deinem Leben noch. Denk mal an den Motorradfahrer, 49 Runden gefahren, perfekt, toll, der dachte, er hat es geschafft. Aber eine einzige Runde hat gefehlt. Und diese eine einzige Runde hat ihn total um den Sieg gebracht. Der hat diesen Pokal nicht bekommen. Es war eine Riesenenttäuschung. Und Jesus Christus schaut diesen Menschen an und sagt, das stimmt. Eins fehlt dir. Das sieht nach außen gut aus in deinem Leben. Du bist stark religiös. Du gehst in die Synagoge. Du liest die Tora. Du spendest den Zehnten. Das sieht alles klasse aus. Wenn andere über Gott lästern, du tust das nicht. Du verteidigst Gott. Das sieht richtig gut aus. Aber eine Sache fehlt in deinem Leben. Eine einzige Sache fehlt dir in deinem Leben. Ich habe jetzt Menschen vor mir, die meisten würden sagen, dass sie an Gott glauben. Ich bin zutiefst überzeugt, würde ich durch die Reihen gehen, würde fragen, glaubst du, dass die Bibel die Wahrheit ist? Würden alle sagen, ja. Glaubst du, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Würden alle sagen, ja. Die meisten zumindest. Glaubst du, dass es einen Gott gibt? Würden die meisten sagen, auf jeden Fall. In Matthäus 7,22 gibt Christus einen sehr interessanten Einblick zum Tag des jüngsten Gerichts. Und da kommen drei Personengruppen auf ihn zu und die machen ganz, ganz große Behauptungen Christus gegenüber. Und da kommt die erste Personengruppe und sagt, Herr Jesus, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Also die haben zukünftige Dinge ausgesprochen, das waren Propheten. Und wer außer Gott kennt die Zukunft? Nur der, dem Gott es doch offenbaren möchte, oder? Und jetzt kommen diese Leute und sagen, Herr Jesus, in deinem Namen haben wir geweissagt. Wir haben Prophetie ausgesprochen, wir haben zukünftige Dinge offenbart. Das kannst du nur, wenn Gott dir das zeigt. Und wenn Gott dir das zeigt, dann heißt es, du musst in einer tiefen Gemeinschaft mit Gott leben, sonst macht er das doch nicht. Und dann kommt die nächste Gruppe an und sagt, Herr Jesus, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Also Dämonen, das ist eine absolut finstere Macht. Da kannst du nicht irgendwie kommen und sagen, verschwindet oder sonst was. Du musst in der Kraft, in der Autorität Gottes kommen, sonst kannst du keine Dämonen austreiben. Und diese Leute kommen und sagen, Herr Jesus, in deinem Namen haben wir Dämonen ausgetrieben. Was heißt das? Die Autorität Gottes stand hinter ihnen. Gott hat sie als Werkzeuge gebraucht, sonst könnten sie sowas niemals tun. Und dann kommt die nächste Gruppe und sagt, Herr Jesus, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan? Die haben Sturm gestillt, die haben vielleicht Kranke geheilt, die haben vielleicht Tote auferweckt, die haben gewaltige Dinge getan. Und jetzt stell dir mal vor, da kommen Leute ins Dorf und würden fragen, gibt es hier gottesfürchtige Menschen? Gibt es Menschen, die Gott kennen? Ja, die gibt es da vorne. Die können Dämonen austreiben, die können Wunder tun, die können Prophetie aussprechen. Also wenn das keine gläubigen Menschen sind, dann gibt es gar keine. Die müssen ganz, ganz tief in Gemeinschaft mit Gott leben. Und wisst ihr was Interessantes? Das waren Zeugen für Jesus Christus. Warum? Weil sie gesagt haben, Herr Jesus, all das haben wir in deinem Namen getan. Und das haben die nicht zu Hause gemacht, nein, das haben sie öffentlich auf den Marktplätzen gemacht. Das heißt konkret, es sind Zeugen für Jesus Christus gewesen, oder? Und jetzt ist sehr interessant und sehr hart und sehr radikal, was genau dieser Jesus Christus über diese Menschen sagt. Und da heißt es, ich habe euch noch nie gekannt. Das ist eine harte Aussage für Menschen, die gesagt haben, im Namen Jesus haben wir das gemacht. Die waren nicht fern vom Reich Gottes, die haben ja irgendwie an Jesus geglaubt. Die haben ja vielleicht sogar irgendwelche Dinge erlebt. Aber es gab einen ganz, ganz wichtigen Schritt, den haben diese Menschen noch nicht erlebt. Die waren ganz knapp, die waren nah dran. Aber diesen einen wichtigen Schritt, der ihnen das ewige Leben gebracht hätte, haben diese Menschen noch nicht erlebt. Und genau das ist jetzt das, was Jesus Christus diesen Reichen offenbart. Der kommt mit der Frage zu Jesus, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Keiner konnte ihm das beantworten. Und jetzt gibt Jesus Christus ihm eine Antwort, die hundertprozentige Garantie, wenn du das tust, wirst du das ewige Leben bekommen. Und da sagt Jesus zu ihnen, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Das, was Jesus letzten Endes zu ihm gesagt hat, gib dein Leben auf und werde mein Nachfolger. Reichtum war sein Leben, er hing dran und Christus sagt zu ihm, gib dein Leben auf und folge mir nach.
Das war das einmalige Angebot, was Jesus diesen Menschen gegeben hat. Das war die hundertprozentige Garantie, dass er das ewige Leben bekommt. Warum Jesus nachfolgen? Warum sein Leben aufgeben und ganz bewusst Jesus geben? Warum eigentlich? Stell dir mal Folgendes vor. Das ist ja jetzt hier eine Evangelisation. Da wird ganz klar über Sünde geredet und es wird ganz klar über die Entscheidung für Christus geredet. Und jetzt sitzt du hier in den Reihen, du wurdest vielleicht eingeladen, bist das erste Mal dabei und dann sagst du, ach, weißt du, was der da erzählt hat, sich für Jesus entscheiden, das muss man eigentlich gar nicht. In meinem Leben ist schon alles in Ordnung. Die Veranstaltung ist vorbei, du gehst auf den Parkplatz, du steigst in dein Auto und du fährst nach Hause, aber du kommst dort nie an, weil du einen tödlichen Unfall hast. Die Bibel sagt nicht, wann wir bei Gott vor Gericht erscheinen. Die Bibel sagt uns auch nicht, wann wir eines Tages eine schwere Krankheit bekommen, wann der letzte Atemzug gemacht wird. Das sagt die Bibel nicht. Du weißt, wann du geboren wurdest, aber du weißt nicht den Tag, wann du stirbst. Das ist einfach so. Und jetzt stell dir mal vor, du hörst dir das alles an, du sagst, es ist alles Blödsinn, du steigst ins Auto und hast einen tödlichen Unfall. Und wie das dann genau sein wird, darüber spricht die Bibel nicht. Aber Tatsache ist, der Mensch kommt dann in das Gericht Gottes. Der Mensch kommt dann in das Gericht Gottes. Und dann steht der Mensch vor Gott und Gott sagt, du bist ein Lügner. Und du sagst, nein, ich habe nie gelogen. Okay, vielleicht ab und zu, aber bestimmt nicht so oft. Und Gott sagt, doch, ich kann dir zeigen, wann, ich kann dir zeigen, wie oft, ich kann dir zeigen, vor wem, ich kann dir zeigen, an welchem Tag, ich kann dir zeigen, zu welcher Uhrzeit. Und dann kommt das nächste Gebot, du bist ein Totschläger. Und dann sagst du also hundertprozentig, ich habe noch nie einen Menschen totgeschlagen. Und Gott sagt, doch, hast du, ich kann dir zeigen, wann, ich kann dir zeigen, wen, ich kann dir zeigen, wie oft. Es ist alles aufgezeichnet in einem Buch. Und du bist ein Ehebrecher. Der Mensch sagt, nein, bin ich nicht. Und Gott sagt, doch, bist du. Ich kann dir zeigen, wann, ich kann dir zeigen, mit wem, ich kann dir zeigen, wie oft, ich kann dir zeigen, an welchem Tag, ich kann dir zeigen, um wie viel Uhr. Es ist alles aufgeschrieben in einem Buch. Seitdem du das Leben, das Licht der Welt erblickt hast, wird eine Akte über dich geführt. Und die Bibel sagt, es werden Bücher aufgetan und nach diesem, was geschrieben steht, werden wir gerichtet. Und dann geht Gott die ganzen Gebote durch und am Ende kommt raus, schuldig in allen Anklagepunkten. Und das wird ewige Konsequenzen haben. Und jetzt stell dir mal die andere Situation vor. Du hörst das vom Kreuz, du hörst das von Jesus. Du siehst dich schuldig vor Gott und du weißt genau, dieser Jesus hat für mich die Sünde bezahlt. Dieser Jesus ist es wert, dass ich ihm mein Leben gebe. Und dann bekehrst du dich heute. Und dann steigst du auch ins Auto, willst voller Freude nach Hause fahren, kommst aber nie an, weil auch du einen tödlichen Autounfall hast. Und auf einmal kommst du in das Gericht Gottes und die Bibel sagt, dass der Satan der Verkläger ist. Und dann kann es sein, dass dieser Satan irgendwie auf dich zukommt und sagt, du bist ein Lügner. Und Gott sagt, nein, ist er nicht, weil mein Sohn niemals gelogen hat. Du bist ein Ehebrecher. Und Gott sagt, nein, ist er nicht, weil mein Sohn niemals die Ehe gebrochen hat. Du bist ein Totschläger. Nein, ist er nicht, weil mein Sohn niemals einen Tod geschlagen hat. Und dann geht man die ganzen Gebote durch und am Ende heißt es freigesprochen. Warum? Es fand ein Tausch statt. Du hast deine Sünde abgegeben und Christus hat dir seine Gerechtigkeit zugesprochen. Und wenn du dann in die Ewigkeit kommst, dann sieht Gott in dir keinen unvollkommenen Menschen, sondern er sieht in dir seinen Sohn Jesus Christus, der niemals gesündigt hat. Und Kolosser 1,22 heißt es, Gott stellt uns durch Jesus vor sein Angesicht als heilig, makellos und untadlich. Und dieses einmalige Angebot, eben nicht am ewigen Leben vorbeizutreiben, schenkt Jesus Christus diesem reichen Mann. Und jetzt hätte doch eigentlich Folgendes passieren müssen. Jesus sagt ihm, was er tun muss, um das ewige Leben zu bekommen. Eine Frage, die ihn das ganze Leben beschäftigt, die ihn keiner beantworten konnte. Und jetzt müsste der jubeln und springen. Der müsste zu seinen Verwandten gehen. Der müsste in sein Dorf gehen. Der müsste sagen, Leute, wisst ihr was? Ich habe heute das ewige Leben gefunden. Ich habe einen getroffen, der mir beantworten konnte, wie ich auf ewig gerettet werde. Ich habe diesen Jesus getroffen und ich weiß jetzt, wie ich das ewige Leben bekomme. So hätte er eigentlich reagieren müssen. Aber schaut mal, wie er reagiert. Markus 10, 22. Er aber wurde entsetzt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Christus sagt ihm, gib dein Leben auf und werde mein Nachfolger. Und er schaut auf sein Leben und sagt, weißt du, eigentlich finde ich das Leben ganz toll. Eigentlich habe ich mich an den Reichtum gewöhnt. Und an diesem Tag hätte er das Geschäft seines ewigen Lebens machen können. Das war ein schlauer Mensch, der hat gute Geschäfte gemacht. Aber an diesem Tag hat er das schlechteste Geschäft seines Lebens gemacht. Der hätte seine lächerlichen 60, 70 Jahre eintauschen können gegen das ewige Leben. Der hätte den Tausch seines Lebens gemacht.
Aber die Bibel sagt, er ging betrübt davon. Wisst ihr, was auch interessant ist an der Stelle, wie Jesus reagiert? Nämlich überhaupt nicht. Jesus läuft diesen Menschen nicht hinterher, Jesus fällt ihm nicht um den Hals und Jesus sagt nicht, nein, tu das nicht, bitte, bitte bekehr dich, bitte, bitte, du musst mir nachfolgen. Das sagt Jesus nicht. Jesus macht ihm das Angebot und überlässt ihn seiner freien Entscheidung. Und das wird Jesus heute auch tun. Er wird dir nicht hier hinterherlaufen. Er wird dir keinen Stolperstein vor die Füße stellen. Wenn du nach Hause fahren willst, wie du gekommen bist, mit deinem sündigen Leben, ist kein Problem. Er wird dich nach Hause fahren lassen. Er wird dir nicht hinterherlaufen. Warum? Weil er uns als freie Menschen erschaffen hat. Er wird deinen freien Willen akzeptieren mit allen Konsequenzen zur Ewigkeit. Die Bibel sagt nicht, dass Christus diesem reichen Menschen nochmal begegnet ist. Es kann sein, dass er ihm vielleicht irgendwo wieder begegnet ist. Es kann sein, dass er sich wirklich für Jesus entschieden hat. Das weiß man nicht genau. Aber eine Sache ist ganz gewiss. Seit 2000 Jahren ist er in der Ewigkeit. Und wenn es bei dieser einen Entscheidung geblieben ist, dann hat er nicht das ewige Leben. Und dann kann man über diesen Menschen sagen, das war sehr knapp. Das war wirklich knapp. Der hat an die Gebote Gottes geglaubt. Der hat versucht, sie im Alltag umzusetzen. Der sprach persönlich mit Gott. Er schaute Gott in die Augen. Gott hat ihm mit einer verbalen Stimme gesagt, was er tun muss, um das ewige Leben zu bekommen. Aber er hat nicht gewollt. Und eine Sache wird auch klar sein, ich bin überzeugt davon, es wird Menschen geben, die sind nicht im Paradies, die sind nicht im Himmel, die sind an diesem anderen Ort. Und über diese Menschen wird man vielleicht auch sagen, das war sehr knapp. Der hat angefangen, die Bibel zu lesen, der hat angefangen, Predigten zu hören, der hat sogar versucht, Anschluss an eine Gemeinde zu finden, der hat sich wirklich für Gott interessiert, der hat ab und zu mal ein Stoßgebet gemacht, aber dann kam dieser eine entscheidende Augenblick, dieser eine entscheidende Punkt, wo er sich hätte entscheiden können, wo Gott ihn ganz bewusst gerufen hat und dann ging er betrübt davon. Und es kann sein, dass das heute auch passiert. Das ist normal. Als Prediger weiß ich, wenn ich vorne stehe, das Evangelium predige, da sind nicht alle von begeistert. Muss sich bei Gott beschweren, nicht bei mir. Ich tue nur das, was er gesagt hat. Und es kann sein, dass heute auch Menschen betrübt davongehen. Ich habe einmal diese Predigt gehalten und es kam eine Frau zu mir und die sagte, ich will dir nur eine Sache sagen. Ich habe gesagt, ja, kannst du machen. Und dieser Satz, den sie dann gesagt hat, hat alles ausgesagt. Heute bin ich nicht betrübt davongegangen. Das heißt, dass sie an dem Tag sich bewusst für ein Leben mit Jesus Christus entschieden hat. Und das ist das, was ich mir wünsche für einen jeden, der noch nicht Frieden mit Gott hat. Dass er heute sagt, heute werde ich die Sache festmachen und heute werde ich nicht betrübt davongehen. Und das ist das, was Christus dir als Angebot schenkt. Genau wie vor 2000 Jahren, diesem reichen Mann. Genauso kommt er heute in dieser Versammlung und macht dir dieses einmalige Angebot. Das ist das Geschäft deines ewigen Lebens. Das ist das beste Angebot, was du bekommen kannst. Dein Leben tauschen, was du nicht behalten wirst, was dich in die ewige Verlorenheit bringt und ganz bewusst Jesus geben, der dir dafür das ewige Leben schenkt. Das ist das Angebot deines ewigen Lebens. Und dieses Angebot macht Christus dir heute.